keine Angst vor dem Telefon. Deine Hand wird auf einmal zu Blei. Die Tasten des Telefons sind plötzlich mikroskopisch klein. Der Telefonhörer ist 30 Kilo schwer. Deine Hand fühlt sich an wie Pudding, sodass du den Hörer kaum greifen, geschweige denn den hochheben und am Ohr halten kannst. Schon einmal erlebt? Gehörst du zu den Verkäufern, die lieber eine halbe Stunde kalt duschen, statt 30 Minuten kalt am Telefon zu akquirieren? Warum machen sich so viele Verkäufer fast in die Hose vor dem Anruf bei einem potenziellen Kunden? Das Telefonat mit der besseren Hälfte zu Hause oder mit den Kollegen ist so easy, dass es nicht der Rede wert ist. Aber wenn ein neuer Kunde am anderen Ende der Leitung droht, wird selbst das Wählen zur übermenschlichen Willensanstrengung. Dabei ist das Telefon unbestritten das schnellste, effizienteste und flexibelste Instrument der Neukundengewinnung. Ja, auch heute noch in digitalen Zeiten. Selbst wenn du einen Sales-Funnel hast, musst du irgendwann anrufen. Wenn es um hohe Schlagzeilen geht, ist das Telefon mit Riesenabstand vor anderen Tools wie Direktmailings oder Kaltakquisebesuche erste Wahl oder Social Media. Kein anderes Instrument lässt dir so viele Kontakte in so weniger Zeit mit so wenig Aufwand zu wie das Telefon. Insbesondere für die Terminvereinbarung natürlich ist das Telefon unverzichtbar. Richtig, im telefonischen Terminvereinbarungsgespräch hast du nur wenige Minuten Zeit, um den Kunden auf deine Seite zu bringen. Du musst ihn schnell von dem Nutzen überzeugen, den er von einem Termin mit dir und deinem Unternehmen und deinen Produkten hat. Und das, obwohl er dir nur deine Stimme, deine Wortwahl und deine Argumenten zur Verfügung stehen. Das bedeutet wiederum, dass du allein an der Stimme deines Kunden, an seinem Tonfall, an seinen Formulierungen erkennst, wie er drauf ist, wie er tickt, wie seine Laune ist. Das ist schon hohe, hohe, hohe Verkäuferkunst. Aber du stehst ja auf Herausforderungen, oder etwa nicht. Auch hier gilt, ohne Hausaufgaben läuft nichts außer deine Nase. Eine gezielte, auf den Kunden individuell abgestimmte Vorbereitung ist das Nonplusultra des Terminvereinbarungsgesprächs. Bevor Sie seine Nummer wählen, sammeln Sie erst einmal Fakten über Ihren Kunden und sein Unternehmen. Unternehmensgröße, Marktposition, Zielgruppe, eigener Wettbewerb in der Branche, Position, Entscheidungsspielräume des Gesprächspartners und andere Daten. Die Basics halt. Verkäuferhandwerk. Dann schaffen Sie eine angenehme Gesprächssituation für sich selbst und für Ihren Gesprächspartner. Sorgen Sie für ruhige Umgebung beim Telefonieren. Vermeiden Sie Straßenlärm, laute Kollegen, Radio, Essensgeräusche und andere Störfaktoren. Mit einem Headset bewegen Sie sich ganz frei, reden mit den Händen, bringen Ihre ganze Persönlichkeit ein. Sie werden staunen, wie viel besser und kreativer Sie im Stehen telefonieren. Lächeln Sie, sprechen Sie locker, aufgeschlossen, aber immer deutlich und bestimmt. Freundlich und bestimmt. Konzentrieren Sie sich auf die positiven Aspekte Ihres Kunden, die Sie schon vorab recherchiert haben. Und auf die positiven Eindrücke, die schon während des bisherigen kurzen Telefonates entstanden sind. Zum Beispiel seine freundliche Begrüßung. So vermeiden Sie, Ihren Kunden nach seiner Stimme, seiner Aussprache oder seinem Dialekt zu beurteilen. Diese Vorbereitung gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen, um Ihren potenziellen Kunden anzurufen, ohne dass Sie nach dem Telefonat gleich das Hemd oder die Bluse wechseln müssen, weil durchgeschwitzt. Zusammen mit den passenden Strategien für den Einstieg bei der Assistentin, beim Entscheider, sowie für die Einwanderung haben Sie selbst es in der Hand, locker und souverän potenzielle Kunden regelmäßig anzurufen und qualifizierte Termine zu akquirieren. Und nutzen Sie, wie hier in den Shortnotes, den Mike.